Hallo, Sebastian hier von Twin Peaks. Also, unser Zone Finder. Wo findet ihr den überhaupt? Ihr geht auf diese Seite tpte.de/city-tools-licensing. Unter diesem Video findet ihr den Link. Hier habt ihr die Downloads aller unserer Produkte sowie eine Anleitung für den City License Manager auf Deutsch und auf Englisch. Die ganze Seite könnt ihr hier oben auch auf Deutsch und auf Englisch umschalten. Ich schalte es jetzt hier einmal auf Englisch um. Dann können wir hier entsprechend weiterarbeiten. Der License Manager ist zwingend notwendig für alle unsere Tools, denn darüber läuft die gesamte Lizenzierung. Wenn ihr hier auf das Pluszeichen klickt, findet ihr jeweils die Downloads von allen Produkten. Um euch für eine Demo zu registrieren, habt ihr hier auf der rechten Seite immer die Möglichkeit, dieses Formular zu nutzen. Füllt das bitte aus. Die Daten erheben wir deswegen, da wir pro Nutzer nur eine Demo-Registrierung erlauben. Deshalb ist es hier auch notwendig, E-Mail und Telefonnummer anzugeben. Das Ganze wird dann per Code bestätigt und bei uns im System hinterlegt, um hier eben uns vor Missbrauch zu schützen. Wählt dann bitte hier im unteren Bereich aus, welche Produkte ihr gerne testen möchtet. Habt hier natürlich hier von City die ganzen Produkte und auch unsere TPTE-Produkte. Wenn ihr Sentinel testen möchtet, dann wählt bitte nur Sentinel aus, denn die meisten anderen dieser Tools sind hier bereits inkludiert. Heißt, das braucht ihr dann nicht doppelt auswählen. Die Downloads findet ihr hier und bei Sentinel ist es dann auch so, dass hier diverse Tools bereits inkludiert sind. Jetzt für den Zone Finder müsstet ihr dann hier entsprechend das Ganze hier, TPT Zone Finder, da findet ihr hier den Download und würdet hier unten entsprechend dann auswählen, dass ihr von uns den Zone Finder testen möchtet, bedeutet das hier. Ich empfehle euch für den Test den Zone Finder Pro zu nutzen. Dieser hat erweiterte Funktionen und bietet eben auch die Möglichkeit, sich Signale anzeigen zu lassen. Wenn ihr euch später für einen Kauf entscheidet, habt ihr dann die Option zwischen dem Zone Finder und dem Zone Finder Pro. Den entsprechenden Link zum Shop poste ich dann entsprechend später unter diesem Video. Wenn ihr das Ganze heruntergeladen habt, bedeutet, ihr habt hier eure Registrierung abgeschlossen, hattet ihr eine E-Mail mit Benutzername und Passwort. Das braucht ihr dann später im License Manager. Hier schaut euch bitte das entsprechende Video in eurer Sprache an. Hier ist erklärt, wie das Ganze funktioniert. Danach ladet ihr euch hier diese Datei herunter. Das ist eine ZIP-Datei, die ihr hier findet. Heißt, wenn ihr hier drauf geht, landet ihr in einem OneDrive-Ordner. Und hier gibt es dann den Zone Finder Pro oder den Zone Finder, je nachdem, welche Version ihr euch registriert habt. Vermutlich den Zone Finder Pro. Ladet euch das Ganze herunter. Die Sounds könnt ihr euch ebenfalls herunterladen, denn wir unterstützen auch Soundalarm und haben hier einige Sachen vorbereitet. Danach könnt ihr relativ einfach hier in NinjaTrader im Control Center über Tools Import NinjaScript Add-on. Das kennt ihr vermutlich bereits von anderen Add-ons. Es dauert einen ganz kleinen Moment, bis es im Hintergrund geladen ist. Und dann könnt ihr hier die TPTE Zone Finder Pro ZIP-Datei eben laden. Wir warten hier einen kleinen Moment, bis das Ganze passiert ist. Hier hätten wir die Sachen dann drin. Ich habe die Tests nicht runtergeladen, aber prinzipiell findet ihr das in eurem Download-Ordner und könnt das Ganze hier einmal importieren und danach NinjaTrader neu starten. Anschließend könnt ihr in einem Chart das Ganze hier über Indikatoren unter Twin Peaks, Zone Finder und dann Zone Finder hier einmal reinladen. Ich habe das hier bereits einmal getan und damit ist das dann drin. Wenn ihr das Ganze mit OK bestätigt und das Ganze dann im Chart geladen ist, seht ihr erstmal nicht viel, außer dass hier eben steht TPTE Zone Finder und hier oben ein ZF-Symbol erscheint. Wenn ihr da draufklickt, habt ihr das Konfigurationsmenü des Zone Finders. Bevor man hier etwas sieht, muss man hier die Konfiguration vornehmen. Und was man hier einstellen kann, das schauen wir uns in den nächsten Videos an. Bis gleich.